Ich werde heute das Hängematten-Tarp in einem Komplett-Setup ausprobieren von Knossi und Survival Martin, ob es wirklich klappt oder ob es nur am Stoff lag. Was es sich damit auf sich hat, seht ihr nach dem Intro. Let's go! Und der Pulli kann erstmal aus, weil es ist ganz schön warm gerade. Joa, den legen wir mal beiseite. Hier, wo ich jetzt sitze, werden wir auch das Tarp-Setup nachher aufbauen. Es geht darum, das Tarp nicht nur als Regenschutz, sondern gleichzeitig auch als Hängematte zu benutzen. Und ich würde sagen, wer könnte es nicht besser sagen als Knossi? Es geht um Down in the Wild. Seven in the Wild. Ja. Hier habe ich einmal so ein 3x3 Meter Tarp, dass ihr seht, wie das aussieht. Das hier hat jetzt hier auch noch eine Schicht in, so eine Aluschicht, das kühlt und hält halt im Sommer noch ein bisschen die Sonne weg oder fern und reflektiert auch die Strahlen vom Feuer, also auch wie eine Reflektorwand. Dann habe ich hier ein richtig robustes Bundeswehr-Tarp und ich glaube, was ich schon im Intro gesagt habe, dass es am Stoff liegt. Aber das werden wir heute sehen. Und bevor ich das Tarp hier kaputt mache, versuche ich das mit diesem Tarp. Weil das ist robust. Let's go! Ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Also ihr seht hier, ist halt echt dünn mit, ne, hier einfach vernäht. Und dagegen ist halt das, ist zwar auch, nee, ist doppelt vernäht, ihr seht, der Rand ist doppelt übergeklappt, doppelt vernäht und hat auch richtig schöne Metallösen. Und das versuche ich jetzt mal aufzubauen. Wir legen die Mitte unseres Tarps zwischen die Bäume. Hier ist jetzt ein bisschen wenig Abstand zwischen den Bäumen. Dann haben wir hier die Mitte, dann klappen wir bis zur Mitte hin, legen hier unten unseren Stein oder unser Holz rein und nehmen das dann zur Mitte wieder und wickeln das dann rum und drehen das ein, nehmen unsere Schnur und machen dann Knoten erstmal drauf, einen ganz normalen, stinknormalen. So, und das auf der anderen Seite genauso. Und hab dann hier wie so eine Schlaufe. Und das zieht sich so fest, dass das hält. Natürlich kann man auch andere Knoten benutzen. Jetzt hängen wir das hier auf Hüfthöhe wieder auf. Auf der anderen Seite sehe ich schon, müssen wir gleich auf jeden Fall noch höher. Ich würde sagen, das Ding liegt soweit recht gut und ich schlüpfe jetzt einfach mal rein und hoffe einfach, dass das Tarp einfach nicht zerreißt. Ich würde sagen, das hält auf jeden Fall. Also liegt es tatsächlich Material. Natürlich geht das jetzt auch schöner. Man kann das jetzt noch besser bauen oder nochmal abspannen. Natürlich kann man auch die Schnur flechten und so. Aber ich glaube, dafür haben die Jungs genug Zeit oder hätten genug Zeit gehabt auf der Insel. Ich glaube, jetzt hat er sich für die Hängematte entschieden. Was soll's. Aber für euch da draußen, es geht auf jeden Fall. Könnt es gerne nachmachen, liken und abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns in 2 Tagen bei der Fahrradtour
Deswegen lasst ein Abo da und verpasst sowas nicht mehr, wenn ich einfach mal was ausprobiere. Ciao, ciao.